Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es eine Produktreview und zwar über die neue Wimperndusche von Essence Bye Bye Panda Eyes. Ich möchte sie zusammen mit euch testen und zwar hört sie sich wirklich sehr, sehr gut an, beziehungsweise was die Wirkungen betreffen soll. In der Produktbeschreibung steht, es ist für voluminöse Wimpern, definierte Wimpern, hält den ganzen Tag ohne zu verschmieren und zu verklumpen, lässt sich einfach mit warmem Wasser entfernen und kein Make-up-Entferner erforderlich. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich denke mir, Mascaras, die wirklich lange auf dem Auge halten oder nicht verschmieren sollen, die sind meistens wasserfest oder meistens lassen sie sich auch nur mit einem Augen-Make-up-Entferner entfernen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das mit dieser hier funktioniert. Die Mascara kommt dann mit so einem Bürstchen. Das Bürstchen ist relativ rund, würde ich sagen. Also es hat keine besondere Form. Gerade und es kommt auch nicht allzu viel Produkt raus. Nein, also es kommt wirklich nicht zu viel Produkt raus. Und das werde ich jetzt einfach mal auftragen. Das war jetzt die erste Schicht. Ich mache noch eine Schicht drauf. Das sieht schon viel besser aus. auf jeden Fall sieht es viel besser aus. Also ich finde, eine Schicht reicht nicht. Die erste Schicht war wirklich sehr, sehr natürlich. Aber es ist tatsächlich so, dass sie zaubert schon ein bisschen mehr Volumen, aber auch mehr Länge. Schaut mal den Unterschied hier zwischen dem und dem Auge. Da ist nichts drauf, da ist die Mascara drauf. An Länge hat sie auf jeden Fall, haben die Wimpern auf jeden Fall gewonnen. Das ist, der Auftrag ist einfach, da fällt halt auch nichts Großartiges runter, sie bröckelt nicht. Und sie zaubert mit zwei Schichten eine sehr, sehr schöne Länge. Also die Härchen werden tatsächlich gerade gekämmt. Die sind ordentlich nebeneinander, haben keine Spinnenbeine und 16 ml sind drin und sie ist vegan. Sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich werde jetzt mal die andere Seite auftragen. So, beides Augen sind jetzt angemalt mit der Wimperntusche und ich muss sagen, bei der ersten Schicht hat man auch nicht unbedingt einen Schwung gehabt, aber bei der zweiten Schicht, wenn man die so ein bisschen nach oben tuschiert oder zieht oder wie auch immer kämmt, dann bekommen die auch einen Schwung. So, ich werde diese Mascara ein paar Stündchen tragen und dann melde ich mich bei euch wieder. So, es sind mittlerweile 8 bis 9 Stunden vergangen, seitdem ich die Mascara aufgetragen habe. Und ich finde, sie hat wirklich sehr, sehr gut gehalten. Ich bin, es hat geregnet bei uns. Ich musste meine Kinder von der Schule abholen und dann war ich mit dem Hund unterwegs. Und dafür hat sie gut gehalten. Man muss aber dazu sagen, ich habe so auch ein bisschen geschlafen. Davon kommt wahrscheinlich hier dieses hier unterm Auge und hier an der Seite. Aber sonst ist nichts abgefallen. Auch durch den Regen, während des Regens ist nichts runtergefallen. Ich habe nichts korrigiert. Von daher, also ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Ich finde, sie hat ein bisschen Volumen geschenkt, ja, definierte Wimpern, auf jeden Fall. Hält den ganzen Tag ohne zu verschmieren, dieses Versprechen wurde gehalten, muss ich sagen. Es hat auch nicht geklumpt. Und ja, jetzt kommt nämlich der letzte Punkt, den ich austasten wollte. Diese Mascara verspricht,
oder Essence verspricht, dass diese Mascara, dass sie sich einfach mit warmem Wasser entfernen lässt. So, ich habe jetzt einen Vergleich gemacht. Auf der einen Seite, auf dieser Seite habe ich die Bye-Bye Panda Eyes und auf der anderen Seite habe ich die Catrice Iconista. Und ja, man sieht schon einen Unterschied zwischen den beiden, dass die ganz anders performen. Und zwar ist das hier zwar nicht so voluminös wie dieses hier, wenn man das vergleicht. Auch von der Länge her ist es nicht unbedingt ein großer Unterschied, würde ich sagen. Ja, aber diese Seite mit Bye Bye Panda Eyes sieht gekämmter aus, kann man das so sagen. Ja, also hier sind so ein paar Fliegenbeine, also jetzt nicht so schlimm. Und hier auf der Seite finde ich eher nicht. Also die habe ich jetzt schon ein bisschen länger drauf. Und jetzt werden wir einfach den Panda-Eye-Test machen. Und zwar werde ich versuchen, die Wimperntusche mit Wasser abzuwaschen. So wie es Essence verspricht, ist es mit Wasser abwaschbar. Und man soll angeblich keine Panda-Augen bekommen. Das machen wir jetzt mal. So. So, das ist das Ergebnis. ich mal eben selber gucken. Ja, es ist tatsächlich so, hier die Iconista, die zerläuft. Und die Panda-Eyes, die krümelt eher. Na, also es ist, man sieht schon, dass da Produkt abgeht, aber es sind keine Panda-Eyes. So, jetzt bin ich nochmal drüber gegangen mit Wasser. Und sie ist weg. Guck nochmal. Ich habe nichts gemacht. Also ich bin wirklich nur mit Wasser drüber gegangen. Und auf dieser Seite, die Essence Bye Bye Panda Eyes, die ist komplett weg, während die Iconista vor sich hin schmilzt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.